Juhu, herzlich willkommen zurück zu Let's Talk Dawn of Man. Ja, ich habe mir nach den letzten Folgen noch einmal das gesamte Desaster angeschaut und habe ein wenig mit einigen erfahrenen Personen gesprochen und bin dann zum Schluss gekommen. Es ist unter Umständen notwendig, noch wesentlich mehr Wachtürme zu bauen, um mit diesen Wachtürmen dann ja, mehr tanken zu können, wie man immer das auch ausdrücken mag. Und dafür wäre auch noch deutlich mehr Eisen benötigt. Mehr Eisen, mehr Stahl, mehr. Alles mehr. Ja. Ich weiß gerade so nicht, wo ich anfangen soll. Es ist eine ganze Menge, die eine ganze Menge, die man dabei jetzt so beachten und neu machen muss. Ich möchte aber tatsächlich versuchen, noch mehr Wachtürme zu bauen und die besonders auch diese Mauer endlich mal zu Ende bringen. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo man am wenigsten angegriffen worden sind. Also irgendwie bislang gar nicht oder so. Deswegen dürfen die eigentlich schon mal direkt hier alles schneller machen, damit das bloß endlich mal fertig ist. Und dann ruhig noch mehr Verteidigungsanlagen bauen und noch viel mehr Wachtürme. Das bedeutet, es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass jetzt ein guter Teil diesen Waldes hier dran glauben muss, was ich eigentlich verhindern wollte, aber es geht leider nicht anders, weil man braucht das Holz, um hier Kohle zu veranstalten. So, und das muss einfach sein, weil ich habe jetzt irgendwie mit ja, die Möglichkeit, sagen wir so, die Möglichkeiten des nachhaltigen Holzanbaus wurden mir meiner Meinung nach ein bisschen genommen. Deswegen, da das die Räuberbande letztens so extrem hart war. Nochmal kurz als Status. Wir haben. Erwarten noch 8-mal Nachwuchs. Das ist gut, aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Ich möchte hoffen. Ich möchte dringend hoffen, dass dort noch mehr kommt. Alsbald. So. Kleiner Vorteil, wenn man jetzt ein paar Mäuler weniger zu stopfen hat, weil ja leider ein paar getötet wurden, dann ist es auch leichter für Fleischnachschub und so zu sorgen. Das ja, macht es ein kleines bisschen besser. Ansonsten macht es das aber auch nicht viel besser, weil es trotzdem immer noch so ist, dass man dringend irgendwo Futter braucht. Wo waren denn hier? Ihr wart Wildschweine, ne? Könnte man theoretisch mal so was drauf ansetzen. Einfach nur, weil es funktioniert. Die Hirsche, die braucht man jetzt nicht mehr so unbedingt. Wäre natürlich immer noch ganz toll, wenn das funktionieren würde. Wie viele Bewohner kann ich zusätzlich aufnehmen? 25. Das wird auf jeden Fall spannend in 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Aufnahmesession schaffe, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, die Spielgeschwindigkeit mal etwas länger auf 1 zu lassen, damit ich genau überwachen kann, was hier die Dorfbewohner so alles veranstalten und wann sie was veranstalten und wann sie irgendwas nicht veranstalten, ganz wichtig. Weil das hier ist nämlich eine, warte mal, Zinnmine, Kupfermine, wo hatte ich denn das mit, genau, Eisenmine. Ja, Eisenmine, die soll bitte auch abgebaut werden, die Eisenmine. Läuft da irgendjemand? Abbauen. Stein holen, Erz abbauen. Habe ich da nicht so ein Ding schon mal hingestellt? Okay,
okay, warte mal. Obwohl, ich habe 46 Eisenerz, mein Gott. Das ist schon akzeptabel viel, ne? So. Wirklich schon ziemlich viel. Ich möchte hoffen, dass jetzt bald noch mehr Kohle produziert wird, weil man benötigt wirklich dringend das Holz. Gleichzeitig glaube ich, es wäre auch ganz nützlich, wenn man einen verbesserten Wachturm bauen würde. Und zwar noch einen da vorne hin ins Eck. Wenn es denn geht, warte mal, bauen defensiv. Und zwar den verbesserten Wachturm. Nämlich genau hierher. So. Bau mir den auf. Mehr Wachtürme braucht es. Mehr Wachtürme braucht das Land. Und kann man die nächste Räuberbande versuchen abzutanken, indem man sich nämlich drinnen aufhält auf den Gerüsten. Die übrigens auch ganz schön zerbrechlich sind, fällt mir gerade auf. Aber das kostet ja auch alles Eisen. Also Eisenproduktion wird gerade deutlich wichtiger, wie mir scheint. So, oh, da köhlt jemand. Sehr schön. Ja, wer köhlt da? Drein, alte Frau. Mit Stahlspeer jagen 4, kämpfen 3. Womit kann man denn noch am besten kämpfen? Was hat denn Kampf 4? Nur das große Stahlschwert, ne? Ja, genau, das ist Kampf 4. Alles andere kann man eigentlich... Alles andere kann man eigentlich vergessen. Alles andere braucht man nicht mehr. Heißt, wenn jetzt irgendwann... Wenn jetzt irgendwann mal wieder der Händler kommt, dann können wir uns ein paar dieser Bronzeschwerter entledigen. Weil ich ja möchte, dass die Schmiede nachproduziert. Und zwar nämlich in Stahl. Ich glaube auch, dass es eine ganz schlaue Idee wäre, eine zweite Schmiede zu bauen. Damit das nämlich schneller geht. Ja, freust du dich. Ich mich auch. Ich das hier geben nebenan. So, so. Ja. Tjo, da drüben wird alles weggehackt, das ist schön. Pflück die Birne, pflück sie hart. Jo, du. Pflückt hier irgendjemand schon die Birne? Hallo? Hallo? Da pflückt jemand die Birne, tatsächlich. Sehr gut, sehr gut. Jo, habt ihr da drüben irgendwie was Wildschweiniges erlegt? Tatsächlich, 1 von 2 habt ihr euch gegönnt. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, Stein. Warte mal. Stein, 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 Stein. Material. Stein holen. Gibt's dort. Okay, da holt noch jemand Stein. Das haut also auch hin. Was geht hier? Wilde Pflanzen sammeln geht hier. Das ist auch wunderbar. Sommeranfang haben wir. Da drüben sind noch... Oh, hier drüben sind noch Ernteaufträge ohne Ende. Das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Je mehr Futter man kriegt, desto schneller wandern Leute ein. Desto schneller wandern Leute ein. Das ist ziemlich wichtig, wie sich herausgestellt hat. Weil ohne dieses Gemeinschaftswohl wird es wohl kaum so sein, dass man regelmäßig Einwohner kriegen würde. Die gehört noch zu mir oder sind durch Zufall Einwohner unterwegs. Da stehen irgendwelche Leute rum. So komisch. Ach nee, die sind einfach nur Beeren pflücken. Ja, gönnt euch. Mahlzeit.
Mahlzeit. Da läuft auch noch einiges rum. Ja, die Nüsschen haben noch keine Saison, aber dafür... Genau, warte mal. Die Hügelgräber sind nämlich voll. Und das, der Dolmen ist auch voll. Platz für Leichen 0. Toll. Platz für Leichen 0. Platz für Leichen 0. Platz für Leichen 0. Scheiße. Das gar nicht. Ich hab da nicht mit gerechnet. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass man ja noch. Dass die ja alle automatisch begraben werden und jetzt die Gräber voll sind. Mal irgendwo. Kann man hier. Das ist alles zu steil, ne? Ich würde das gerne auf der anderen Seite bauen, aber ich glaube, das geht gerade nicht. Warte mal, dann kann man das besser hier bauen. So. Bau mir mal bitte da dringend ein Hügelgrab. Ja. So, was macht ihr hier? Ihr betet das Eisen an. Genau. Jetzt gibt's hier. Schnell gibt's Eisen hier. Direkt mehr. Direkt mehr veranschlagen dafür. Und ich muss leider alles an Bäumen umknallen, was hier so wächst. Wenn ich das nicht tue, dann weiß ich nicht, ob ich mit dieser Siedlung überleben werde. So, ich hatte gehofft in meinem Spiel bisher, hatte ich eigentlich gehofft, dass man das alles etwas ruhiger angehen kann und mit Ressourcen schonend auch mit der Landschaft umgehen kann. Aber die Räuberbanden hauen so unglaublich rein. Da muss ich jetzt leider mal einen halben Wald verfeuern, um ihn Eisen zu machen. Sonst würde ich das nicht überleben. So. Ich weiß auch, dass das nächste Upgrade kurz bevorsteht. Und dass dieses Upgrade dann Rüstungen beinhalten wird. Ob mich dieses retten würde, weiß ich nicht. Momentan kann ich, glaube ich, noch keine Rüstung machen. Ich habe zumindest gerade jetzt unter Metallurgie nichts gesehen. Aber... Ja, das ist alles... Er holt Wasser. Wasser 35. Beschäftigung 62%, 60%. Also da sind wir schon... Eigentlich sollten alle Aufgaben schnell erledigen. Sind wir schon an der oberen Belastungsgrenze, was die Belastung irgendwie angeht. Ja, ja, ja. Mir ist gesagt worden, dass ich meine Verluste tatsächlich innerhalb von ein, zwei Jahren ausgleichen kann. Und dass ich dann wieder, sagen wir mal, die vorherige Sollstärke habe. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das ist ja eher der Sinn der Sache, mehr Einwohner zu kriegen als sonst. 22 zusätzlich. Ja, sehr gut. Sogar 9, auch gut. Auch gut, auch gut. Man hat genug Fleisch, das gefällt sogar sehr. Ich möchte allerdings noch mehr als das. Ich möchte dieses Schwein hier. Das Schwein hat Schwein gehabt. Nee, das hat nämlich genau nicht. Das Schwein kommt in den Kochtopf. Schrägstrich auf den Grill. So, wo ist hier mehr Fleisch? Mehr Fleisch. Liebe Leute, da kommt der erste Checkpoint.
So, was machst du? Du schiebst ganz schön Kohldampf, mein Junge. Geh zu Himbeere. Ja, pflück dir die Himbeere und haust die direkt rein. Oder warum haust du nicht das Brot rein? Du hast ein Brot dabei. Vielleicht will der sich ein Brot mit Himbeermarmelade machen. Ich meine... von mir aus? Von mir aus gönn dir, was hast? Diese Menschheit hat geringe Werte und wird Aufgaben mit verringerter Effektivität ausfüllen. Hau dir das Brot rein. Oder mach dir so ein Himbeerbrötchen draus oder so. Der will bestimmt nur ein Himbeerbrötchen. Bin ich mir ziemlich sicher, er will nur ein Himbeerbrötchen. So, was sind wir da? Sammelfrüchte. Wie weit ist denn der weg? Der ist schon ziemlich, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, den werde ich nicht zum Absammeln erzwingen. Bim, 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 bim. Ja, die Haselnüsse, die Haselnüsse. Die Haselnüsse sind gut. Wie viel von den Nüsschen habe ich jetzt eigentlich schon? Warte mal. 145 von 250. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen länger mehr haltbar. Ich habe das doch irgendwie immer in den letzten Folgen mal wieder gesehen, dass die was länger haltbar waren. Glaube ich zumindest, dass ich das so gesehen habe. Okay. Aus welchen Richtungen haben mich jetzt die Räuberbanden hauptsächlich angegriffen? Hauptsächlich von da? Und einmal sogar hinterrücks von hier. Das heißt, es wäre schlau, wenn man hier Türme bauen würde. Viele. Hier auch viele. Hier auch welche. Hier müssen überall Türme. Boah, ich brauche so viele Türme. Ich brauche so viele Türme. Ja komm, es hilft alles nichts. Bau Türme. Bau Türme. Je mehr, desto besser. Komm, ich werde hier in der Ecke direkt drei Türme hinstellen. So klatsch, klatsch, klatsch. Und dann... eine hölzerne Plattform nach hier vorne. Das wäre mal so eine Idee. Komm, bau den Turm. Das kostet den ganzen jetzt auch eine ganze Menge an Leder, denke ich mal. So, ausstellendes Material, ein Eisen. Geil. Jo, Eisen haben wir hier. Da wird noch mal gekühlt. Also, ja, das ist Schiff. War das erste Eisen schon wieder weg? Aber ich habe da noch zwei Eisen hier rumliegen. War das schon wieder verschwunden? Offenbar. Obwohl, warte mal, mit dem Eisen haben wir, glaube ich, die Tore ausgebessert. Ne? Oh ja, das habe ich ja komplett vergessen gehabt. Uiuiuiui, das heißt, okay, verstärkte Tore immerhin, aber dafür mal wieder das Eisen. Depleted. Kannst danach direkt noch mehr Kohle machen. Ja, das glaube, das macht langsam auch gar keinen Sinn, die Holzkohlengrube einzeln zu betreiben. Weil das wird sowieso für viel mehr gebraucht. So, die Ställe sehen ja geil aus. Ich will aber hoffen, dass dieses Pferd... jetzt nicht mit dem Wagen da drinnen stecken geblieben ist. Oder wie oder was? Oder wie oder wann? Das wäre ja schon irgendwie ein bisschen Premium beschissen. Oder? Doch, ist es, glaube ich, ne? Ich glaube, das Pferd ist mit dem Wagen stecken geblieben. Ich glaube, so war das.
Mal hoffen. Ja, vielleicht funktioniert es ja doch, dass es sich irgendwie freigeht oder so. So. Warte mal da. Da können noch drei Leichen rein. Ruhm plus eins. Immerhin. Ja, aber hier ist jetzt echt wegen Überfüllung geschlossen. Null. Null und null. Ja. Gräber leeren sich so langsam. Sie gammeln so langsam an, sagen wir mal. So, folgender Platz für Leichen 1. Aber ich brauche noch ein Hügelgrab fürs Achievement. So ein. Da. So. So ein Steinmal. Steinmal nennt sich das, genau. Aber wo könnte man so ein Steinmal hinpacken, damit es nicht im Weg steht und trotzdem irgendwie. Irgendwie hierhin, dachte ich. Aber hier ist alles rot schon wieder. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Bäume im Weg sind. Aber ich brauche gerade sowieso das Zehnfache an Holz. Also knallen wir mal die Bäume um. Attacke. Und dann kann man nämlich das Hügelgrab so weit wie möglich nach da hinten in die Hügel reinpacken und hier vorne, wenn es hochkommt, noch mehr Getreide hinknallen. So. Und dann wird das auch was mit vielen, vielen Einwohnern. Einwohner 86, ja, man kriegt immer mal wieder Einwohner dazu. Das ist ganz gut. Warte mal. 17, 15, ja. 9 männliche Senioren. Ich glaube tatsächlich, dass bei dem letzten Angriff, dass ich weiß nicht mehr genau, wie viele von was da gestorben sind, aber ich glaube, es sind hauptsächlich Senioren gestorben. AT, Vorsicht, Entschuldigung. Oh. So. Siebenundachtzig bis 107. 20 Leute kann es noch geben. Kann ruhig noch mehr geben. Ich habe nichts dagegen, wenn es noch mehr Bevölkerung gibt. Wildschwein. Ich will kein Wildschwein einfangen. Ich will es essen. Ich esse jetzt alles, was hier. Oh ja, genau. Hier, komm. Eins, zwei, drei. Ganz viele. Attacke. Die sofort angreifen. Ist Fleisch ohne Ende. Ich will, dass hier das ganze Zeug gestapelt ist mit Fleisch. Gestapelt ist mit Fleisch. Bring jetzt alles um. Bring jetzt alles um. Jo, ihr übt schon mal da hinten. Genau. Da tust du auch gut dran, weil es gibt unter Garantie wieder Beef. Ovaler Schild. Was braucht der ovale Schild denn? Natürlich Eisen und Holz. Aber er kann auch sehr gut blocken, der ovale Schild. Heißt, mach Eisen. Mach Eisen, mach Eisen, mach Eisen. Wie sind die Limits für Eisen, für Schilde eigentlich eingestellt? Auf 50% der Bevölkerung gestellt, also ein guter Wert. Dann produziert man hier jetzt saftig viel Zeug vor. Das ist ganz, ganz okay, so. So, ich glaube, ich sollte aber noch mal für ein bisschen mehr Transportmittel sorgen. Nämlich. Einen Schlitten. Oder? Nee, warte, brauchst du ja nicht hohe Priorität. Nur wenn ihr gerade Zeit haben solltet, ne? Wisst ihr ja. So, du bist bewaffnet mit einem Stahlschwert, Eisenmesserlein und Fit-Auer-Ochsenangriff. Klatsch, 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 klatsch. Genau, da sind sie nämlich alle im Sack. Sind sie im Sack. So, habt ihr alle hier? Okay. Warte mal. Kann ausgeführt werden im Herbst. Ach, du fängst die Kuh jetzt, ne? Du solltest das Ding eigentlich umbringen, ist dir klar, ne? Ja, komm, ist egal, dann mach eben irgendwas.
Ist ja egal, mach irgendwas. So, ich hoffe, hier hinten ist alles geerntet mal irgendwie. Ja, das sieht auf jeden Fall erntbar aus, weil der Sommer ist nämlich gleich vorbei, wie ich gerade sehe. Und hier hinten, ja, das heißt, die Büschchen haben gleich Saison. Das ist sehr, sehr schön. Ochsensaison hat auch wunderbar funktioniert. Was bist du? Aufgabe abbrechen, einfangen. Okay, die wird nur eingefangen. Das ist ganz okay. Das heißt, ich könnte... sich für das Milchvieh... das Limit erhöhen. Komm, dafür reduzieren wir die Ziegen weg. Die braucht dann sowieso niemand mehr. Alles klar. So. Alles klar, alles klar. Da wird Holz reingeliefert. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, 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 sehr schön. Das fährt mit dem Karren aus dem Haus raus. Das ist ja sogar noch sehr viel schöner. Und hier gibt es Eisen. Meine Freunde, Eisen. Turm steht. Der Turm steht. Das ist aber sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Gut, dann machen wir mal deaktivieren. Was heißt deaktivieren? Deaktivieren. Rückbau. Du. Rückbau, damit ich hier Türme hinknallen kann. Also die ganze Armee an Türmen. Aussichtsturm. So. Eine ganze Armee an Türmen. Ich glaube, hier müssen auch noch viel mehr Türme hin. Wenn ich die Plattform abreise, kann ich dann noch mehr Türme dahin knallen. Ich hoffe es. 1000. Ist schon eine ganz gute Welt. Krankheit beeinträchtigt Feldfrüche. Mal 4. Okay. Ja, okay. 4, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. So, Bevölkerung 87. Platz für 20 zusätzliche Bewohner. Ich möchte noch mehr Bewohner haben. Los. Macht mehr Bewohner. Ihr müsst mehr Einwohner machen. Boah, guck mal. Was für viele Nüsschen da drin hängen. Die könnt ihr euch gleich alle unter den Nagel reißen. So, Händler am Start. Händler am Start. Du, hast du irgendwas Wichtiges für mich? Du hast Kompositbögen für mich. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Du hast gleichzeitig auch Eisenerz für mich. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das alles irgendwie bezahlen kann. So. Aber ich glaube, ich kann das einfach mit diesem alten Bronzescheiß bezahlen. Und auch mit diesem Kupferzeug, mit dem Kupferzeug hier. Weil, ist dermaßen ineffizient. Ist leider dermaßen ineffizient, dieses ganze Kupferzeug, dass man das wirklich überhaupt nicht mehr braucht. So, haben wir gerade gesehen. Hab ja gerade, denke ich mal, hauptsächlich mit Bronze und dem anderen Zeug gekämpft. So, dass, obwohl, warte mal. Ich könnte so und... genau. Ich kann von den runden Schilden, allen kleinen Rundschilden, ein paar loswerden. Und dafür noch reservemäßig mal ein, zwei von den Schwertern behalten. So. Aber viele Bögen und viel Eisenerz. Sehr, sehr schön.
So, sehr, sehr schön. Mag ich, wenn nicht viele Kompositbögen da sind. Die letzte Ziege ist gestorben. War beabsichtigt. Alles cool. Alles cool. Alles cool. So. Besteht eine gewisse Chance. Rückbau bitte. Besteht eine gewisse Chance, dass jetzt bald. Genau, dass die mich jetzt bald. Genug Eisen vorhanden ist, um noch wesentlich mehr Türme zu bauen. Besonders auch, um vielleicht ein, zwei starke Türme zu bauen. Das wäre auch sehr schön. Ich möchte eigentlich nur schnell irgendwelche Türme bauen. So. Aber es muss ja nicht nur irgendein Turm sein. Es kann ja auch ruhig ein stabiler Turm sein. Ja, defensiv, Aussichtsturm oder Wächterturm. Weil der Wächterturm braucht auch verdammt mehr Holz. Aber er braucht kein Leder. Der Wächterturm. Der Aussichtsturm schon. Was brauche ich denn, um von Aussichtsturm auf Wächterturm abzugraden? Da brauche ich den kompletten Wächterturm. Okay, dann macht das nicht vollständig Sinn. Jo, das alles so zu machen. Bau mir Eisen. Bau mir mehr Eisen. Und alles, was du an Holz hast, schmeiß das vorne in die Holzkohlengrube rein. Es wird. Genau. Es wird nämlich viel, viel, viel mehr Eisen benötigt. Die ganze Siedlung ist gerade ein Eisengrab. Irgendwie. Hier vorne muss ich auch mehr Türme bauen, ne? Deutlich mehr. Kann ich da den Turm bauen? Kommen da noch Leute dran vorbei? Ist egal, dann müssen die halt ein bisschen Platz machen. Ist egal, ist egal. Bau den. Bau die Türme. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die kommen, aber es ist die Großwahrscheinlichkeit, dass die hier von da oben kommen. Und ich möchte jetzt in diesem Herbst und diesem Winter. Möchte ich sehr gerne, dass hier die Türme stehen, dass man im nächsten Jahr sich dann noch auf Waffenproduktion einrichten kann. Was dann auch bedeutet, dass ich glaube, ich den Anteil der Speere ein bisschen, warte mal, ein bisschen reduzieren kann. Ja. Ja. So. Prozent der Bevölkerung sind 40, die ein Schwert haben. Der Rest hat. Ja, ich glaube, die anderen müssten soweit ganz okay sein. Okay, das wird dort gebaut. Hier wird geerntet. Fleißig geerntet. Ja. Ja, das ist sehr schön. Wir haben nur wenige Erntewerkzeuge, tatsächlich. Dann, wir haben da bestimmt irgendwo Kupfer, ne?
Bauen wir mal 4 davon. Und bitte auch schnell. Weil da gibt es dann nämlich genug Erntewerkzeuge. Knochensichel, Feuersteinsichel, Kupfersichel, tatsächlich. Ja, die Knochensachen, die fallen jetzt glücklicherweise alle mal so ein bisschen auseinander bald. Und dann darf man hier noch etwas mehr mit Kupfer veranstalten. So, brauche ich denn jetzt noch unbedingt Bronze? Nein, momentan brauche ich noch keine Bronze mehr. Weil das, also die Kupfersachen, an Werkzeugen kann man die Kupfersachen ja noch verwenden. Die sind ja, nehme ich mal an, da, genau. Wenn wir noch ein paar Kupfersichel machen, dann kriegen wir nämlich noch einen Wissenspunkt. Das ist ganz gut. Genauso wie mit den Messern hier. Das heißt, Kupfer kann man noch in Werkzeugen benutzen. Genauso wie später in Bronze nachher. Bronze-Messer zwar nicht mehr, aber die Bronze-Sicheln auf jeden Fall. Was habe ich denn sonst noch? Boah, so Speere muss ich noch herstellen. Oder könnte ich noch herstellen, so. Ja. Ja. Gut. Aber ich glaube... ich glaube, ich habe die Uhrzeit vergessen und hoffe mal, dass dies jetzt ungefähr 20 Minuten waren. Falls nicht, muss ich es leider noch einmal schneiden oder so. Bin ich mir da gerade nicht sicher. Machen wir mal kurzfristig ein paar von diesen alten Dingern herstellen. Hauptsache, dass irgendwas zum Ernten da ist. Alles klar. Ich verabschiede mich mal in die Pause. Schau gerade mal, wie lange das jetzt überhaupt war, weil ich, wie gesagt, leider vergessen habe, auf die Uhr zu gucken. Gerade so aufgeregt war. Und ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das im nächsten Jahr, also spielerisch im nächsten Jahr, noch ganz gut wird und dass es noch ganz gut reinhaut. Und dass man dann komplett schnell lossiedeln kann. Es gibt ja eine ganze Menge zu tun. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Bis denn. Ciao.